Die Hundejahre sind endgültig vorbei. Das siebente Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hat bekanntlich bereits begonnen und ist schon eine Woche alt. Die Futurologen, das sind die Propheten der Gegenwart, sagen der Menschheit enorme Dinge voraus. Und es ist nicht einzusehen, warum nicht auch Österreich eine Zukunft haben sollte. Der Österreicher hat allen Grund, frohgemut in die Zukunft zu blicken. Sein optimistisches, zukunftsgläubiges Wesen hat längst alle Voraussetzungen für das Inkrafttreten einer spannenden, großdimensionalen Zukunft geschaffen. Einer Zukunft, für die eine amerikanische Expertengruppe einen Fahrplan aufgestellt hat. 1978 Vorbeiflug bzw. Landung von bemannten Raumschiffen auf Mars und Venus. 1982 Ersatz menschlicher Organe durch Kunstprodukte aus Plastik und elektronische Geräte. 1983 Pharmazeutika, die Persönlichkeitsveränderungen am Menschen herbeiführen können. Die Schöpfung einfacher Lebensformen im Laboratorium, die künstliche Beeinflussung des Wetters und die Möglichkeit, synthetische Eiweißnahrung großtechnisch herzustellen. Die Wohnformen der nächsten Jahre werden sogenannte Megastrukturen sein. 200 Stockwerke hoch und 32 Kilometer lang. Ein Teil der Menschheit wird auf Plattformstädten leben, die untereinander durch großzügig angelegte Untergrundbahnen und Expressstraßen miteinander verbunden sind. Städte und Verkehrseinrichtungen sind mit Kunststoffglocken überdacht, die das ganze Jahr über ein ideales Klima vermitteln. Noch ist die eine Frage allerdings zu klären, wie die Österreicher selbst diesen Zukunftsberechnungen gegenüberstehen. Stehen sie mit Optimismus und großen Chancen oder stehen sie, wie einer von ihnen sagt, mit Fleckerlbotschen in den Startlöchern? Entschuldigen Sie bitte, wir machen eine Umfrage. Was halten Sie von der Zukunft Österreichs? Ich bin verkühlt, ich kann Ihnen. Ja, vielleicht können Sie das ganz kurz formulieren. Ja, bitte. Ich sehe die einzige Zukunft dieses Landes im Mittelschulsystem. Im System der österreichischen Mittelschule, wie es immer war, es ist die einzige Rettung vor Rauschgift, Juden, Alkohol. Aber bitte mich nicht zu zitieren, ja? Ja, entschuldigen Sie, sehen Sie der Zukunft optimistisch entgegen? Es gibt eine einzige Lösung, wie ich Ihnen bereits sagte. Das ist natürlich auf der einen Seite auch die Grippe, die so und so viel unerwünschte Elemente ausrottet. Wir wollen nicht ein Volk von LSD-Rauschmenschen und anderen degenerierten Erscheinungen werden. Wir wollen im Sinne Österreichs immer wieder zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen, denn unsere Vergangenheit ist die Zukunft. Wie beurteilen Sie die Zukunft Österreichs, bitte? Soll das ein Witz sein? Nee, warum? Entschuldigen Sie mal, bin ich hier offiziell befragt? Oder das österreichische Fernsehen macht offiziell eine Umfrage. Ich möchte nicht wissen, was los ist, nicht? Ich bin, das werden Sie vielleicht nicht gemerkt haben, ich bin Deutscher. Ja. Bin aber hier ansässig, habe hier einen großen Besitz und habe hier auch eine Art von Acht von Industrie aufgebaut. Und ich bin kurzsichtig und daher also stört mich das, wenn ich so in die Sonne blicke, was Sie verstehen, das ist. Ja. Wie war Ihre Frage genau, präzise gestellt? Wie beurteilen Sie die Zukunft Österreichs? Ja, sehen Sie mal, ich bin Deutscher und als Deutscher muss ich sagen, dass natürlich die Zukunft Österreichs untrennbar mit der Bundesrepublik verbunden ist. Ja, sehen Sie mal, alle Oststaaten, ich meine nicht die Zone. Ich meine jetzt, obwohl man natürlich nach neuesten Gesprächen zwischen Willy Brandt und Ulbricht auch nicht wissen kann, wie sich diese Dinge entwickeln, aber der Drang nach dem Osten, nach der Mark, nach der Ost, also die D-Mark und die Ost,
die Mark, nee, die Ost, die Zone, die sogenannte Zone, ist natürlich für uns ein großer Effekt. Also wir, die wir hier doch Industrien aufgebaut haben und Landbesitz und ich meine, also rein, weil wir eben die Gegend so lieben, nicht? Es kommt ja alles letzten Endes vom Berchtesgaden. Hey du, hey da, Donner zu mir, Wallengezicht, weißt du die Zeit, ich weiß, ich weiß, ich weiß die Zeit. Entschuldigen Sie, wie beurteilen Sie die Zukunft Österreichs? Ah, Österreich. Was meinen Sie? Die österreichische Zukunft ist nur mit der österreichischen Oper verbunden. Und solange Künstler wie ich, die bereits an der Metropolitan Opera gastiert haben, in der Provinz arbeiten müssen, können Sie sich vorstellen, wie weit es mit der Zukunft, um ironisch zu werden, Österreich bestellt ist. Solange die Musen schweigen, ist dem Menschen nichts gewährt. Na? Ich meine, ich habe ja auch Soupé gesungen. Oh, du, mein Österreich, auch lustige Couplets. Heute ist mir alles gleich, Soupé wusste es. Oh, du, mein Österreich, ich meine das bitter. Die Zukunft Österreichs liegt in den Bergen. Aber wichtiger als die Zukunft Österreichs ist mir die Zukunft Tirols, der Berg überhaupt. Und da muss ich eines sagen, also diese Zeiten, wenn wir mal gehabt haben, wo wir gedacht haben, das ist mir böse, da waren schon die Engländer kommen und sagen, die Franzosen kommen auf den Himmel geschaut, auf den Berg geschaut und die Weiber haben wir aufgezeigt. Das ist halt alles nicht mehr, so eine schmutzige Erotik, die sich nicht mehr auf den Berg abspielen. Schon so gehen sie in die Kinos und dann sind die untereinander, so Hippies und da ist ja noch wieder aufgestiegen und so schon, sind wir Berg geklettert, unten schon unter den Rücken geschaut natürlich. Und dann, beim Skifahren, das ist noch hart, das ist Après-Ski, das ist noch gewesen, das ist ja die Berg, aber das hat sich alles in den Berg abgespielt. Und der Ort ist da Schnee noch gewesen, der Schnee ist jetzt dreckig und die Leute sind dreckig und die Zukunft ist, wenn wir nicht wieder auf den Berg gehen, ist es ganz schlecht.